Willkommen bei sozialen und fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Tafelfußball, Klassenspiele und Lückenfüller natürlich. Also Tafelfußball funktioniert so. Ordnen Sie Ihre Schüler in zwei Gruppen. Die Schüler sollen nun 10 Zahlen von 0 bis 20 an die Tafel schreiben. Dabei dürfen die Zahlen beider Gruppen teilweise identisch sein. Ziel ist nicht zwangsläufig, dass beide Gruppen die gleichen Zahlen an die Tafeln schreiben. Sie stellen nun Kopfrechenaufgaben quasi auf, die auf die Ergebnisse an die Tafel abgestimmt sind. Die Gruppen haben 2 Aufträge, während sie die Aufgaben lösen und so schnell wie möglich das Ergebnis nennen. Erstens, sie sollen ihre eigenen Ergebnisse durchstreichen. Zweitens, sie sollen verhindern, dass die beiden oder dass die andere Gruppe Ergebnisse durchstreichen kann, indem sie schneller rechnet. Gewonnen hat die Gruppe, die als erstes alle Ergebnisse durchgestrichen bzw. abgeschlossen hat. Ja. Genau. Hinweis, die Zahl, also die Anzahl der Zahlen kann variieren. Dies hängt von der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit ab. Varianten, Sie können das Spiel auch mit 3 Gruppen spielen. So, das war's zum Thema Tafelfußball. Man kann da auch ein Fußballfeld machen, wo man dann quasi hoch und dann wieder runter, je nachdem, ob man falsch rechnet oder richtig rechnet. So, bis dann noch viel Spaß und tschüss.